Moin, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs, ich begrüße euch recht herzlich zurück zum Autobahn Polizeisimulator 3. Wie angesprochen oder angekündigt, habe ich gerade mal mich im Steam-Forum hinabbegeben und geschaut, wie wir die Tageszeit ändern können. Ja? Ich habe den Steam-Community-Hub dieses Games geöffnet und habe mich gerade köstlich amüsiert, deswegen musste ich auch gerade beim Start einfach nur lachen, weil mir so viele Dinge wieder in Erinnerung gekommen sind. Da waren dann Threads drin wie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ähnliches, also... Ja, die Community feiert das Game sehr, also es scheint wirklich bei den Spielern und Spielerinnen sehr, sehr, sehr gut anzukommen. Ich reihe mich da ja ein und ja, habe dann versucht herauszufinden, wie man Tag und Nacht wechselt. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war, das waren Videos aus dem Autobahnpolizeisimulator 1. Und beim Autobahnpolizeisimulator 1 gehst du halt hier ins Menü und kannst dann hier die Tageszeit wechseln. Beim Autobahnpolizeisimulator 2... habe ich auch was gefunden. Das war damals so, dass man in der Wache an die Stempeluhr gegangen ist, konnte es da wechseln. Und hier beim Autobahnpolizeisimulator 3 sehen wir diese Tageszeit hier, aber ich kann mit dem linken Stick machen, was ich will. Es passiert nichts. Es ändert nichts. Das kann doch nicht angehen. Dann habe ich weiter gegoogelt und habe tatsächlich auf der Facebook-Seite vom Autobahnpolizeisimulator, also im originalen Facebook-Account, da haben die stolz gepostet, dass sie mit einem Update jetzt Tag, Nacht und so weiter freigeschaltet haben. Das war von Anfang an gar nicht frei. Das ist jetzt erst freigeschaltet worden und man kann jederzeit seine Tageszeit wechseln. Bin ich wieder rein ins Game, hab's versucht, geht nicht. Dann habe ich nochmal gespeichert, bin ins Hauptmenü gegangen, dachte, vielleicht geht das nur, wenn das Spiel nicht aktiv ist. Vielleicht muss ich das im Hauptmenü machen. Bin ins Hauptmenü gegangen, deswegen wundert euch nicht, dass wir jetzt hier in der Kirche stehen. Ich habe neu geladen, ne? Aber... auch im Hauptmenü, geht nicht. Dann habe ich weitergeguckt auf dem Facebook-Ding, habe mir mal die Antworten zu dem Post durchgelesen. Und da meinte dann einer nur, geht bei mir nicht. Antwort von Aerosoft, auf welcher Plattform spielst du denn? Spielst du auf dem PC? Versuch mal den rechten Stick. Den rechten Stick. Okay, ich bin ins Hauptmenü gegangen, gehe auf Tageszeit und wähle den rechten Stick und ihr wollt mich einfach verkackeiern. Ja, man schaltet das mit dem rechten Stick durch. Nicht mit dem linken, nein, nein, mit dem rechten Stick. Reden wir einfach nicht drüber, ja? Reden wir einfach nicht drüber, okay? So, komm, egal, wir machen jetzt weiter. Wir gehen ins Auto und gehen erstmal zurück zur Wache. Ich weiß leider immer noch nicht, wie wir 2 Donuts bekommen. Ich habe keine Ahnung, ich habe dazu nichts gefunden. Deswegen werde ich das ohne Scheiß überspringen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es kostet 1500 Erfahrungspunkte, was ich mega frech finde. Ah, vielleicht lassen wir es doch erstmal. Komm, wir gehen jetzt erstmal zur Wache zurück. Dann machen wir die 2 anderen Sachen und vielleicht ist dann so viel Zeit vergangen, dass ich nochmal Bock habe, danach zu googeln. Aber, also, Verbrechen gegen die Menschlichkeit trifft es langsam ganz gut. Also, ihr müsst euch mal wirklich einfach, wenn ihr Bock habt und mal ein bisschen lachen wollt, gebt euch mal den Community-Hub vom Autobahn-Polizeisimulator auf Steam. Wartet mal mit den Bewertungen noch auf Amazon und so, die gucken wir uns gemeinsam an, keine Sorge, da habe ich so Bock drauf, ich habe mal kurz drüber geluschert, weil ich es einfach nur wissen wollte. Das Game gibt es ja auch für die PlayStation 5 und da sieht das aus und läuft wie ein Mülleimer. Es ist die fucking PlayStation 5 und das Game läuft da nicht drauf. Also Respekt und Props gehen raus an dieses Game. Dieses von Fördergeldern, 150.000 Euro gefördert, 150.000 Euro Fördergelder hat dieses Spiel eingesagt. Ja, da fragst du dich wirklich, wo sind die hin, nicht wahr? So, okay, Fortschritt. Also, überprüfe in der Abendschicht stehengebliebene Fahrzeuge 1. In der Abendschicht. Okay. Machen wir das mal. Ich weiß ja jetzt, wie das geht. Abenddämmerung. Ist das jetzt... oh, jetzt haben wir Abenddämmerung. Oh ja, sieht auch alles etwas rötlicher raus. Und jetzt müssen wir liegengebliebene Fahrzeuge sammeln. Machen wir das... wo finde ich die? Wo finde ich das? Unfälle, Verfolgungsjagden, Überfälle, Straßensäuberung. Wo finde ich denn jetzt liegen gebliebene Fahrzeuge? Hä? Oh Mann, Alter, dieses Game macht mich fertig. Stehen gebliebene Fahrzeuge. Dann gehen wir mal auf Hilfe, da wird ja vielleicht was stehen. So, Grundlagen, Gameplay. Busevakuierung, Verfolgungsjagd, Schaden und Reparatur. Sammelobjekte, Feuerlöscher, Missionstypen. Verkehrskontrolle. Oh. Da, Überfall, Straßensäuberung, Straßenblockade. Liegen gebliebene Fahrzeuge. Ich habe wieder keine Ahnung, was das ist.
Tja, also ich habe noch nicht drauf geachtet. Gibt es Fahrzeuge, die liegen bleiben, die dann wirklich draußen liegen? Überprüfe in der Abschicht stehen gebliebene Fahrzeuge. Schließe eine kleine, das ist aber in der Nacht, in der Abendschicht, stehen gebliebene Fahrzeuge. Schließe einen kleinen Unfall in der Nachtschicht ab. Ich bin einfach hier durch. Okay, also es ist jetzt Abenddämmerung. Wir fahren jetzt wahrscheinlich einfach über die Autobahn und gucken nach liegen gebliebenen Fahrzeugen. Das ist meine Vermutung. Dass da irgendwo ein Fahrzeug. Haben wir schon mal gesehen, glaube ich, ne? Dann machen wir das mal. Komm. Wir fahren jetzt über die Bahn. Das ist eine Grindfest ohne Ende, ey. Und schauen jetzt mal, dass wir ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen. Oh mein Gott. Hallo. Da hätte ich beinahe die Feuerwehr gerammt. So, dann mal los. Dann suchen wir mal liegen gebliebene Fahrzeuge, wa? Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Aber das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Die sind dann am Straßenrand und chillen da tatsächlich rum. Da müssen wir jetzt nur eins finden. Was ist hier los? Da machst du, hier wird Mehl gedrescht oder so. Ich hole mich mal weiter. Wagen 10, bitte kommen. Wagen 10 hört. Auf der A56 gab es einen Unfall. Könnt ihr übernehmen? Ja, wir fahren hin. Wir Ade, fahren hin, geliebter wir fahren hin. Feierabend. Wir sehen uns dann später. So, dann schauen wir mal, ob wir so ein liegen. Das Blöde ist halt, dass man das nicht triggern kann. Ne? Jetzt musst du halt wirklich über die Bahn fahren und so lang fahren, bis so ein Ereignis eintritt. Oh mein Gott. Das macht es natürlich jetzt ein bisschen random, ne? Ich huckel mich mal hier durch. Liegt da schon eins? Ne, die fahren leider alle noch. Es ist, Alter, es ist nicht mehr normal. Ihr seht das Gehuckel, ne? Es ist echt krass. Es ist einfach nur krass, wie dieses Game am Huckeln ist. Es ist auch ein großes Thema im Steam-Forum. Lags und Stuttering und so. Da kannst du aber auch nichts mehr machen, ne? Es gibt ja oft dann Tipps und Tricks und sowas, wie man das ein bisschen minimieren kann. Hier ist nichts mehr zu machen. Also das Ding ist, das Thema ist durch, ne? Und ich finde, nach 6 Patches hat sich da noch nichts verbessert. Es läuft immer noch wie Scheiße. Es ist beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. Ich bin da hart schockiert. Das Game kostet 30 Schmeckels, ne? Ich sag's nur. 30 Euro wollen die von euch. 30 Euro wollen die von euch für dieses Machwerk. 30 Euro. Merkt euch das. 30 Euro. So, komm, wir fahren jetzt hier rum. Wenn ich diese Folge sowas nicht finde, dann überspringen wir das mit Erfahrungspunkten. Ja? An alle Einsatzfahrzeuge. In einer Stunde wollen wir eine allgemeine Verkehrskontrolle nahe der Raststätte Elterburg durchführen. Mach das Dafür mal. suchen wir noch ein weiteres Einsatzfahrzeug. Wer meldet sich? Wir Wagen 7, wir übernehmen das. Oh mein Gott. Ich habe gerade keine Zeit. Bin auf der Suche nach liegen gebliebenen Fahrzeugen. Aber irgendwie tauchen keine auf bis jetzt. Fahren wir einfach mal weiter. Also, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wie soll denn das funktionieren? Steht dann einfach. Oh mein Gott! Tut mir leid, aber es huckelt. Ich kann dann. Da lenkst du, da passiert aber nichts. Es ist nur am Huckeln, dieses Game. Das ist doch einfach nur noch verrückt. Ich fahr mal hier lang. Also, krass. Einfach nur krass. Moin, darf ich mal eben vorbei? Danke. Liegen gebliebene Fahrzeuge. Also, ich google das halt gleich wieder. Weißt du? Es hilft ja nichts. Ich habe noch keinen, also ich glaube, wir haben schon mal welche gesehen. Ich finde das sehr unbefriedigend mit diesen Missionsdingern, diese random Teile. Du kommst halt echt nicht voran, ne? Jetzt haben wir fast schon wieder gleich eine halbe Folge ist durch. Ich habe keine Ahnung, ob das, was wir hier machen, irgendwie sinnvoll ist oder ob wir jetzt nur schwachsinnig durch die Gegend huckeln. Ob da jetzt wirklich irgendwann mal einer liegen bleibt oder ob ich mir das einbilde. I don't know. Oh! Komm, wir können mal ruhig mal ein bisschen geisterfahrermäßig unterwegs sein. Wieso denn nicht? Muss man auch mal machen. Oh oh. Kinder, macht das nicht zu Hause nach, ja? Das ist sehr gefährlich, was wir hier gerade tun. Das macht man normalerweise nicht. Ja? Aber wir fahren ja auf dem Standstreifen, da kommt uns schon keiner entgegen. Wir gucken ja nur nach liegen gebliebenen. So, ich fahre dann auch mal wieder ab, weil mir das doch zu gefährlich ist. So. Ah, okay, wir fahren doch nicht ab. Das ist nur ein Parkplatz. Schade. Ja, dann müssen wir wieder rauf auf der Bahn, ne? Oh, eine Quietscheente. Schön. Komm, wenn wir schon mal da sind, nehmen wir die mit. Komm. Dann können wir auch wenden. Im Parkplatz können wir auch wenden. Dann passt die Geschichte. Vorsichtig. So, kurz anhalten. Und suchen wir das Quietscheentchen. Und ja. Ich google da gleich nochmal, wie man 2 Donuts kauft. Und was die mit liegen gebliebenem Fahrzeug meinen. Da werde ich nichts finden. Ne? Ich google das, da wirst du nichts finden. Also. Das wird doch bestimmt hier auf irgendeinem von diesen Tischen sitzen. Da. Was machst du denn so ganz alleine hier? Wie
Wiezi, wiezi. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann machen wir einfach Verkehrskontrollen und Unfälle und kaufen uns dann einfach nach oben, okay? Das wäre jetzt mein Ziel. Also wir versuchen es jetzt diese Folge noch. Lass uns das mal noch ausprobieren. Und ansonsten machen wir immer nur das, was safe geht, und alles andere verkaufen wir mit Erfahrungspunkten, okay? Weil wir momentan verbrauchen wir so nur Zeit. Ne? Das ist jetzt echt nur Zeitschinden. Wir kommen kein Stück voran. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier mache, irgendwie sinnvoll ist. Ob da jetzt irgendwann mal gleich ein Fahrzeug liegen bleibt oder nicht. Mir wäre so, als hätte ich schon mal liegen gebliebene Fahrzeuge gesehen, während wir hier so durchgeballert sind bis jetzt. Habe ich aber nie drauf geachtet, so wirklich, weil war bis jetzt noch nicht von Relevanz. Kann natürlich aber sein. Alter, es ist am Huckel, dieses Game. Unfassbar. Ach Gott. So. Okay, ich fahr mal weiter. Ich denke, das sind die ganzen Beleuchtungen. Man sieht auch, der fährt mit Licht, der fährt ohne Licht. Licht! Hallo, es ist Abend, da macht man sein Licht an. Also ich bin so einer der Verfechter. Licht immer anmachen. Ja, wie beim Motorrad. Einfach das Licht immer anmachen. Man wird besser gesehen. Ja, was soll's? Warum macht man sein Licht aus? Ich hab mein Licht immer an, auch tagsüber. Immer an. So, hier sind ein paar Kühe, schön. Mal bitte vorbei, dankeschön. Bin immer noch auf der Suche nach liegen gebliebenen Fahrzeugen. Ich finde nichts. Aber eine kleine Ausfahrt ist doch auch mal was Schönes, ne? Wir müssen ja auch mal ein bisschen die Gegend erkunden. So, sind wir eigentlich gleich wieder zurück bei der Wache? Es wird ein bisschen so, ne? Die Welt ist nicht so groß. Also im Vergleich mit Autobahn-Polizeisimulator 2 habe ich sogar das Gefühl, dass sogar die Welt kleiner ist, die Spielwelt. Also nicht nur huckelt sie deutlich mehr, sie ist auch noch deutlich kleiner geworden. Cool, oder? Da kriegst du was für dein Geld. Okay, Leute, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, ob hier noch einer kommt. Ich habe das Gefühl, da kommt nichts mehr. Da bleibt keiner liegen. Wir wenden mal kurz. Das sah mir gerade so aus, als könnte da ein Collectible sein. Und ich würde sagen, dann hauen wir in den Sack. Das hat keinen Sinn hier. Ohne Spaß, das hat keinen Sinn. Wir bringen hier nur Zeit rum. Aha, guck mal. Wusste ich's doch. Quietscheentchen und ein Wahrzeichen. Ist alles am Start. Sammeln wir erstmal das Quietscheentchen. Das sitzt bestimmt irgendwo hier bei dieser Karte. Ja. Oh. Immerhin ist es nicht ganz sinnlos. Da ist auf jeden Fall eine Kuh da hinten. Kann ich sie streicheln? Hallo Kuh. Ja, nee, nicht wegrennen. Lass mich dich streicheln. Streichelzeit. Streichelzeit. Ja, der. Oh, wie sie am Fliegen hat, um sich rum hat. Sehr schön. Und jetzt suchen wir noch den Fotoplatz, der hier irgendwo sein soll. Da oben. Müssen wir erstmal einen Weg hochfinden. Wahrscheinlich hier so entlang laufen. Aber es gibt immerhin ein bisschen was zu erkunden. Also ist nicht ganz sinnlos, dass wir hier rumeiern. Ist doch auch schön. Na, wir sammeln immerhin Collectibles ein. Was ist denn das? Ah, ein Schrein für die Enten, Alter. Mach mich nicht fertig. Ja, immerhin haben wir das gefunden. Ist doch auch schön, oder? Warte, ich muss mich mal so positionieren, dass ich das wunderbar als Thumbnail verwenden kann. Den Entenschrein, meine Lieben. Den Entenschrein. Ja, so. Ein Foto davon. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich mich drehen muss. In die andere natürlich, komm schon. Da ist er, wunderschön. Immerhin haben sie ja Humor, so ist ja nicht. Ich glaube auch, tief im Herzen sind da schon Entwickler, die gerne was Gutes machen würden, aber irgendwie kriegen sie es nicht hin. Weiß ich nicht, aber du kannst halt sowas nicht auf den Markt schmeißen. Da sag ich mal, wie es ist. Das hier ist halt einfach als Abzocke. Muss man einfach sagen, wie es ist. Wenn das ein bisschen buggy ist und so, ja, da schaut man da mal gerne drüber hinweg, okay? Aber wenn das halt mit Fördergeld gefördert worden ist und wenn man überlegt, es gibt kleine Indie-Entwickler hier, Dorfromantik und Co., ja? Wirklich Leute, die geile Games machen, die Bock haben, ja? Warum? Sowas wird nicht gefördert und die hier kriegen Fördergelder in den Arsch reingepumpt und das ist ja versenkt. Also die 150.000 Euro sind ja einfach im Klo runtergespült worden. Die sind ja einfach im Klo runtergespült worden. Anders kannst du das ja hier nicht, das kannst du ja nicht ganz beschreiben. Guck dir das an hier. Soll ich nochmal wieder gegen eine Leitplanke fahren? Ne? Wenn du wieder in die Luft explodierst? Oh. Katastrophe. Gut, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal auf der Bahn. Fahren jetzt nochmal die letzten paar Minuten hier entlang und gucken, ob ein Auto liegen geblieben ist. Und wenn da nichts liegen geblieben ist, dann
werden wir uns darauf fokussieren, was wir können. Also ich google gleich nochmal, ob ich noch was finde dazu. Ja, also wir haben doch schon liegen gebliebene Autos gesehen. Bin mir sehr sicher. Aber du, ich fahre doch jetzt hier keine Stunden lang rum und warte, bis mal irgendwann ein Auto liegen bleibt. Was ist denn das? Warum kann ich das dann nicht auch triggern, wie die anderen Missionen, so hier Unfall oder so? Das wäre doch dann wenigstens clever. Aber jetzt fahre ich hier rum, beziehungsweise huckel mich durch die Gegend auf der Suche nach einem liegen gebliebenen Fahrzeug und irgendwie scheinen die leider alle top in Schuss zu sein. Hier bleibt nichts liegen. Hier läuft alles tutti frutti. Nichts liegt hier rum. Leitstelle für Wagen 9, bitte kommen. Leitstelle hört. Wie sah der Wagen aus dem Fall mit der vermissten Person von letzter Woche aus? Wir suchen noch immer nach einem braunen Kleinwagen mit Kratzern auf der linken Seite. Dann haben wir ihn gerade vielleicht gefunden. Wir nehmen die Verfolgung auf und halten euch auf dem Laufenden. Jo, mach das mal, ne? Brauner Kleinwagen. Ist auch so eine eindeutige Beschreibung. So, da hinten leuchtet die nächste Mission. Hier bleibt niemand liegen. Es huckelt einfach nur wie Scheiße. Aber keiner bleibt liegen. Wagen 9 hier. Wir haben das Fahrzeug angehalten und den Fahrer überprüft. Es ist leider nicht die gesuchte Person, aber der Wagen scheint der richtige zu sein. Der Fahrer beteuert, er habe ihn vor wenigen Tagen sehr günstig von einer Privatperson gekauft und noch nicht umgemeldet. Für uns klingt das, als wäre an der Sache etwas faul. Bringt ihn unbedingt zur Wache. Wir müssen ihn vernehmen. Und wenn er tatsächlich die Wahrheit sagt, kann er uns zumindest einen Schritt weiterbringen. Sind unterwegs. Sind unterwegs und wir haben hier ein weiteres Collectible gefunden. Na, immerhin lohnt sich das Rumfahren doch ein bisschen, nicht wahr? Aber ein liegen gebliebenes Auto habe ich immer noch nicht gefunden. Ja, komm. Aktion gesperrt, zu hohe Geschwindigkeit. Ja. Bleib mal entspannt. Ich komme immer noch nicht auf diesen rechten Stick klar, Leute. Das macht mich wahnsinnig. Also, es ist mir unbegreiflich. So, was ist denn hier das Wahrzeichen? Diese Brücke? Hey, hier oder was? Cheese! Okay, es hat ein Achievement gegeben, na immerhin. Aber das war nicht das Wahrzeichen. Gut, auch, ach, das ist das Wahrzeichen. Ah, ein Stein. Das ist der legendäre Schniedelstein vom Auto. Was ist das? Der legendäre Schniedelstein. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Ich bin hier am Verzweifeln. Ich bin hier. Aber ich habe mir das Ziel gesetzt, dass wir es beenden, weißt du? Es nützt ja nichts. Es nützt nichts. Ich will das durchziehen. Aber es geht wohl bis Level 51 und mehr. Ich bin langsam in Sorge, ob wir das wirklich schaffen. Na gut, aber wenn wir jetzt einfach dann wieder normal grinden und ich hier nicht stundenlang Zeit vergeude, indem ich rumfahre in der Hoffnung, dass irgendwo ein Fahrzeug liegen geblieben ist, dann geht das wohl, ne? Boah, Alter, ihr seht das ja, wie das huckelt. Das ist ja verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Einfach nur verrückt. So. Oh, joi. Vorsicht! Gottes Willen. Da vorne ist gleich wieder eine Ente. Na, immerhin ist das hier Collectible sammeln. Das ist doch auch nicht schlecht. Oh, bremsen! Um Gottes Willen, ich bin viel zu weit gefahren. Bremsen, halt an. Oh Gottes Willen. Aber wir holen noch schnell die Ente und dann ist auch gut. Dann ist für heute erstmal durch, Leute. Ich google dann gleich nochmal nach dem Donuts und dieser Mission, wie die genau funktionieren soll. Vielleicht finde ich was. Ich sag euch, ich werde wahrscheinlich nichts finden, weil außer dass Leute kotzen, findet man eigentlich nichts über dieses Game. Oh, ein Entchen. Süß. Und ja. Schaut euch den huckelnden Rettungswagen da an. Das sind am ich glaube, schon ein Bier öffnen oder so. Das hältst du ja nicht aus hier. Das ist ja verrückt. Gut. Okay. Leute, ich steig eben ein. Wir fahren weiter. 10 Sekunden haben wir noch. Ja, lohnt aber jetzt auch nicht mehr, ne? Ich bedanke mich bei euch, meine Lieben, fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, meine Verzweiflung hat euch nicht zu sehr fertig gemacht. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gern unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.